versuchen wir zusammen, okay, versuchen wir zusammen, Leute in einer Reihe zu koordinieren, dass die sich gleichmäßig in Bewegung setzen. Beispielsweise, wir hatten gestern eine Übung. Ja, okay. Schönes, langes Wort. Ja. Prävention ist alles. Genau. In verschiedenen Bereichen. Nicht bestätigt dann am Ende. Ne? Genau. Da war ja dann auch ein Großteil, dass, ob das noch die aktuelle ist. Aber wir haben eine sehr starke Bestandsreduzierung gesehen. Anhand der Karte schon. Das war dort eben mit einer. Ja, wir befinden uns hier im Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrum in der Gemeinde Schönwalde-Glien. Und wir führen hier als Landkreis Havelland eine Großübung mit über 80 Teilnehmern zur Prävention der afrikanischen Schweinepest durch. Hinter mir sehen Sie hier den Einsatzleitwagen des Katastrophenschutzes des Landkreises. Und hier sind ganz unterschiedliche Akteure heute über die gesamte Woche zusammengezogen, die eben im Rahmen eines Übungsszenarios die Fallwildsuche von verendeten Wildschweinen einfach für den Ernstfall proben. Und das sind eben neben dem Veterinäramt und dem Katastrophenschutz auch die Kolleginnen und Kollegen des Umweltamtes, des Landkreises, des Katasteramtes, was uns das Kartenmaterial zur Verfügung stellt, aber eben auch die Kameraden der Bundeswehr und des Kreisverbindungskommandos, das uns hier beispielsweise bei der Menschenkette unterstützt. Das ist praktisch das gesamte Repertoire. Die Rehkitzrettung Brandenburg unterstützt uns hier bei der Drohnenüberfliegung des Gebietes. Das ist praktisch das Szenario, mit dem wir uns hier diese Woche beschäftigen. Nein, die Schweinepest ist Gott sei Dank für den Menschen komplett ungefährlich. Allerdings ist sie eine fast immer für die Schweine tödlich verlaufende Tierseuche. Und wir haben nach wie vor ein sehr hohes Infektionsrisiko in Brandenburg, weil der Infektionsdruck aus dem Nachbarland Polen nach wie vor sehr groß ist. Aber eben auch das Risiko einer Sprunginfektion, die meistens dann durch den Menschen induziert ist, nach wie vor besteht. 11 Kilometer in diese Richtung und die Ortschaft Nauen ebenfalls 11 Kilometer in diese Richtung. Und deshalb ist es wichtig, eben den Ernstfall dann eben auch zu trainieren, damit dann für den Fall, wo ich immer hoffe, dass er nicht eintritt, wir einfach gut vorbereitet sind. Ja, wir üben 3 unterschiedliche Szenarien und haben 3 Gebiete hier abgesteckt, rund um das Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum, um einfach auch unterschiedliche topografische Verhältnisse dann auch üben zu können. Wir haben ein Gebiet, wo wir wirklich mit einer Menschenkette systematisch dieses Gebiet durchsuchen. Dann haben wir ein Gebiet, wo wir mit 2 Drohnen aus der Luft eben gucken, ob wir dort Tierkadaver entsprechend entdecken. Und wir haben unsere eigene Suchhundestaffel, wo eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung mit ihren Hunden sich bereit erklärt haben, eine Ausbildung zu durchlaufen. Und die durchstreifen dann eben das Gebiet mit ihren Hunden. Also wenn Sie ein Kadaver im Wald finden, bitte nicht berühren, sich dem auch nicht nähern. Ziehen Sie sich aus dem Gebiet zurück. Bitte ziehen Sie dann auch direkt im Fahrzeug die Schuhe aus und säubern die auch gründlich, damit Sie im Zweifelsfall, sollten Sie mit dem Erreger Kontakt gehabt haben, den nicht noch zusätzlich verbreiten. Und melden Sie sich dann bitte beim Veterinäramt des Landkreises, damit dort alle weiteren Schritte eingeleitet werden können, um dann auch den Kadaver sicherzustellen. Nicht hier im Gebüsch. Aber Herr Rüdiger? Jawohl. Das war am See, haben wir schon mal geübt. Ne? Ja. Im Wasser. Unterschied am Wasser, genau. Und Schweine gehen jetzt zum Sterben, Und da ist wieder der Unterschied. Ich muss aber dazu sagen, dass der Jagdhund nie auf einer Jagd. Ja, und so weiter. Das Problem hätten wir jetzt. In dem Fall hat er eben nicht. Alles klar. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Tschüss.